Leute, willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir zwei Geister von vier befreit. Und jetzt geht's weiter, die nächsten zu befreien. So. Jetzt will ich aber nochmal hier gucken. Genau. Den Raum kriegen wir dann von da, indem wir darüber springen. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Dann ist gut. War nämlich gerade ein bisschen, aber nur ein ganz klitzekleines bisschen verwirrt, wie ich an den Raum da oben komme. Aber jetzt weiß ich es ja. Und da dürfte eigentlich auch noch, soweit ich weiß, ein Schlüssel für uns sein, den wir brauchen, um weiterzukommen zum vorletzten Geist. Weil der letzte Geist wird hier in der Eingangshalle sein. Yay, Spoiler. Naja, jeder, der das Spiel kennt, weiß schon, wo die Geister sind. Also von daher ist es auch kein Spoiler mehr für euch. So, wir haben uns ja im letzten Part auch sehr oft über Master Quest unterhalten, aber jetzt in diesem Part habe ich vor, ein bisschen was anderes zu erzählen. Was weiß ich noch nicht, vielleicht ein bisschen über Zelda im Allgemeinen. Denn es stehen ja auch noch sehr viele Zelda-Spiele aus, die ich spielen muss. Wie zum Beispiel Majora's Mask steht aus. Das wäre sogar ein Halb-Blind-Projekt, da ich das persönlich auf dem 3DS momentan spiele. Bisher glaube ich 2 von 4 Masken, also 2 von 4 Giganten befreit habe. Heißt, da muss ich noch einiges machen. Aber dann steht ja auch noch offen die Gameboy-Teile, die NES-Teile wie The Legend of Zelda und The Adventure of Link. Yay. Dann steht noch offen ja, Majora's Mask halt, Minish Cap, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, A Link to the Past, Link's Awakening, Link's Awakening DX, ja, halt so die paar Spiele halt, die stehen halt offen, wo ich mehr oder weniger fast null Ahnung habe. Vor allen Dingen in den ersten beiden Teilen. Dann A Link to the Past nur ein bisschen. Link's Awakening und Link's Awakening DX überhaupt nicht. Minish Cap geht so. Okay, das lassen wir. Also schießen wir jetzt auf den Augenschalter. Getroffen. Ja. Also wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Zelda-Titel habe ich noch nicht gespielt. Hauptsächlich hier Zelda-Titel, die ich gespielt habe, waren Twilight Princess, Skyward Sword, OT natürlich, ganz klar, sieht man ja, also da kann mir keiner mehr was. Ja, Wind Waker, zwar nicht zu 100% Wind Waker, aber doch schon ziemlich viel in dem Spiel, muss ich sagen. Also Hut ab für mich selber. Aua. Dass ich da doch schon ganz schön viel erreicht habe. Ich habe da nämlich erstmal jeden einzelnen Fisch mir geholt mit den Tipps. Und habe auch so an sich alles erstmal probiert selber zu kriegen, was ich alleine kriege. Aber ansonsten passt das schon. So, der Master Key. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hier ist. Hier ist ein Monster.
So, lass mich in Ruhe. So, stirb. Ich hoffe, dass... Oh. Noch so ein Vieh. Stirb. Meine Güte. Immer diese Monster hier. Also wie gesagt, ja, Zelda, ja, muss ich dann doch noch ganz schön viel nachholen. Passiert. Nicht jeder kann die ganzen Zelda-Titel schon gespielt haben. Vor allem, wenn man ein kleines Kind war und nie in den Genuss kam dazu, die zu kriegen. Also, ich habe bisher auf dem Gameboy habe ich bisher immer Oracle of Seasons, glaube ich, gehabt. Aber das war noch, da war ich noch so klein und so jung, dass ich da überhaupt null Erfahrung habe in dem Spiel weiter. Dann, ja, die ganzen NES-Teile haben wir nie gehabt. Auch die SNES-Teile nicht. Denn ich bin nämlich gleich mit Ocarina of Time eingestiegen. Wo ich gar nicht traurig drüber bin, denn OT, muss ich sagen, ist für mich persönlich eines der besten Zelda-Spiele. Aua. Mann, stirb jetzt. Nein, hier gibt's keine Tür. Ja, ich bin ein bisschen krank. Hier müsste es aber eine Truhe geben, ne? Ja. Hoffen wir mal, dass da der Key drin ist, der uns fehlt. Ich hoffe es. Erstmal geht die Tür zu und ich komme nicht mehr raus. Yay. Och nö. Ihr seid die Kacke, die seint. Die Viecher sind nämlich ekelhaft. Und zwar so ekelhaft, dass die sich vollsaugen wieder zur großen Hand werden. Blech. Nee, danke. Kann ich drauf verzichten. So. Jetzt muss ich nur noch gucken, was in dem anderen Raum nochmal war. Ob der wichtig war oder nicht. Und ansonsten, wenn da jetzt ein Schlüssel hier drin ist, dann können wir wieder weg. Dann können wir wieder dahin, wo wir vorher waren. Ja, es ist ein Schlüssel. Wir können eigentlich weiter. Aber ich will nochmal gucken, was da hinten in der Tür nochmal drinne ist. Ob die von Nutzen ist oder nicht. Ich glaube aber mal nicht. Also das wüsste ich jetzt. Nö. Ist sie nicht. Denn das ist einfach nur der Raum, wo wir am Anfang waren. So. Ja, wir haben uns auch auf jeden Fall schon mal das Ei für die Bigarung-Quest geholt. Und jetzt... Pharaoh, du hast Pharaohs Kräfte beschworen. Zum Teleporter zurückkehren oder Teleporter entfernen. Wir wollen zum Teleporter zurück. Denn ich habe keinen Bock, den ganzen Weg nach hier wieder zu laufen. Hopp. Dankeschön, Link. So, jetzt können wir auf jeden Fall erstmal wieder das ausrüsten. Wir haben nur immer noch unsere 7 Jahre alte Milch, die total eklig mittlerweile schmecken müsste. Lass mich vorbei, du genauso.
Lass mich hier einfach vorbei. Ich habe keinen Bock zu kämpfen gerade. So. Der Raum ist eigentlich vollkommen unnötig. Aber leider müssen wir hin. Und zwar müssen wir jetzt ein bisschen Ziel üben. Übungen machen. Und zwar indem wir mit dieser Fackel. Ich hoffe, ich stehe jetzt auch passend. Nein, tue ich noch nicht. Diesen Schalter jetzt aktivieren. So. Und zack. Ich stehe vernünftig. Ich treffe. Jetzt drehen wir uns noch einmal im Kreis bestimmt. In der Zeit. Locke easy. Jetzt ist dieser ganze Korridor gedreht. Yay. Und zwar müssen wir eigentlich dahin wieder. Wir machen es jetzt ganz einfach. Zack. Und zack. In der Master Quest Version. Sorry, dass ich jetzt da nochmal anspreche. Muss man hier eine Kiste auf den Schalter, der in der Mitte ist, hinpacken. Und dann, ja, um die Fackel zum einen zu aktivieren und zum anderen um halt, ja, weil es ein blauer Schalter ist, um halt, ja, die Fackel aktiviert zu lassen. So, jetzt habe ich's. Und ja, es ist halt nicht sehr toll, würde ich mal so behaupten. Hier ist eine Tür. So, kommen wir durch die Tür hin. Und wenn man halt die Kiste stehen lässt, kommt man nicht zurück. Weil da nämlich dann so eine Mauer vor der Tür ist. Theoretisch müssten wir jetzt... Genau, jetzt würden wir bei der Kiste rauskommen, genau. Okay, dann haben wir das auch schon mal gemacht. So, haben wir das. Und jetzt... geht's darum... erstmal ein paar Feinde auszuschalten, die man sieht. Und natürlich treffen. So, zack. Zack. Marcel, pass auf, die Decke fällt herab. Ja. Deswegen müssen wir jetzt aufpassen, was wir hier tun. Erstmal hier den Schalter aktivieren. Ganz wichtig. So, warten. Denn hier sind wir safe. Und wenn wir jetzt auch so irgendwie was anvisieren wollen, sind wir in der Perspektive und das ist doof. Jetzt gehen wir uns die Kiste holen. So. Hier sind nur Pfeile drin. Passt schon. Warten wir nochmal. Vor allem, er springt auch nicht drüber, um drüber zu laufen. Nein, er bleibt stur hier drin stehen. So. Oh, jetzt habe ich es aber. So, jetzt gehen wir hier rein. Und hier finden wir den vorletzten Geist. Und er kann nicht fliehen, denn man muss jetzt ein Minispiel lösen. Auf Zeit.
Oh Gott, ich wurde fast erschlagen. Dich ziehen wir hier weg. So. Das reicht schon. Dich schieben wir hier hin. So. Na, noch ein Stückchen muss. Ein kleines Stückchen muss noch. Egal, passt schon. Also von der Zeit her müsste es eigentlich passen. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal da dran. Ziehen wir das Ganze noch. Ja, locker easy. Hopp, jetzt ziehen wir den noch. So und so. Also das ist immer random, wie die liegen. Passiert. Schafft man es nicht, wird das resettet. Wer bist du denn? Etty. Hetty, Nettie und Etty. So, den machen wir noch. Und den anderen machen wir auch noch. Dann sind wir schon fast beim Boss. Ich freue mich. Ich freue mich riesig. Bam. Eins. Ich schieße immer zu früh irgendwie. Keine Ahnung warum. Zwei. Vier. Und die Nummer 5. Fünfmal. Ich jetzt im nächsten Part mit euch den Boss machen will, überziehe ich jetzt ein klitzekleines bisschen, aber nur ein bisschen. Du lass mich in Ruhe. Du störst. So. Ah ja. Eine Skulptur weiß ich, müssten wir noch kriegen. Aber bisher dürfte eigentlich alles. Da ist noch eine Truhe, aber da ist auch noch eine. Huch. Die ist aber nicht von großer Bedeutung, weil alles andere haben wir.
Und da unten steht der letzte Geist auf uns, wartend. Dann wollen wir mal. Und jetzt ist es so, wir haben 4 Geister und wir müssen den richtigen immer treffen. Sozusagen sind diese 3, diese 4 Geister Mini-Bosse. Kann man so sagen zumindest. Na, welcher von euch dreht sich? Nein. Oh Gott. Ich stelle mich gerne immer hier so an die Seite. Und zack, Nummer 2. Damit ich halt die Fackel auch nicht anvisiere, sondern wirklich Geister im Visier habe. Beeil dich, ich habe nicht mehr lange Zeit. Drei. Und den muss man definitiv mit dem Bogen machen, denn mit dem Schwert kommt man nicht ran. Außer mit der Wirbelattacke habe ich es noch nicht probiert. Will ich auch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Dauert nur so. Umso länger. Vier. Und den kann man definitiv nicht verfehlen. Es sei denn, man trifft den falschen Geist. Weil man den falschen anvisiert. Und Nummer 5. Ah ja. So, jetzt würde mich aber echt interessieren, was das für eine Truhe ist. Das weiß ich nämlich leider Gottes nicht. Ich würde es aber gerne wissen. So. Ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir da runter und machen den Boss. Also Leute, bis dahin. Also vorher gucke ich noch, was das für eine Truhe ist. Wenn ich die finde, dann werde ich da anfangen. Aber ich würde sagen, bis hierhin erstmal mache ich einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Alle sozialen Netzwerke findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, tschüss und haut da rein. Euer Marci, bye bye.